Na, okay. Und hier zwischen irgendwas durchschießen? Na komm, das schaffen wir. Genau. Irgendwie muss ich die in diesem Level immer wieder versuchen, nach oben zu kommen. Ich dachte, wir gehen nach unten in die Keller. Okay. Das geht kaputt. Und interessanterweise kommen wir hier nicht hoch. Hätte mich auch gewundert. So. Weg mit dir. Nein. Zack. Okay. Sehr schön. Ah ja. Wieder so ein Wagenrätsel. Ich verstehe. Hier unten ist nur ein Explosionsfass. Das hier kann ich so mit dem Zauberer nicht beeinflussen. Na, das ist ziemlich selten. Also wirklich. Ach, hier auf das linke drauf. Ja. Draufstellen. Ach, geh weg. Kann ich das hier irgendwie unten halten? Na, komm schon. Ja. Wunderbar. Das hat gut funktioniert. Und ich weiß, das ist Erfahrung, aber. Ich weiß nicht, soll ich hier fliegen können? Ich kann es nicht, also lassen wir das erstmal. Da oben ist noch eine Kiste. Und hier kommt allerlei. Schrott, ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Das mache ich nicht mit. Spinnen und Säure und Spinnen, die sich selbst umbringen, weil sie in Säure fallen. Ich wittert nicht runter. Tschüss. Tschüss, Dieben. Und hopp. Hopp. Nein, ich habe hopp gesagt. Hopp, wenn ich hopp sage. Komm schon. Ah. Ein Sammlergedicht. Ich finde es schade, im ersten Teil gab es immer besondere Fähigkeiten und so. Das ist viel cooler als nur Artwork. Ich meine, das Spiel hat tolle Art, tolle Kunst. Das ist richtig, aber warum rede ich und sterbe dabei? Na, egal. Beleben wir mal unsere Freunde wieder. Das ist kacke. Christian, viel besser. Ich rede gerade mit mir selber. Und zum letzten Checkpoint. Ist ja nicht weit zurück. Okay. So, hier durch. Und wechseln, damit ich hier zurückgesetzt werde. Wer baut sowas? Wer könnte das sein? War das Rosabel? Dann sind hier schon wieder Gegner. Warum habe ich meine Schuhe zu Hause vergessen? Gerade wenn ich hier in der Säure rumstampfen muss. Oh Gott, ich wollte da hoch. Ich will da nur da hoch. Es gibt mal wieder kein Holz, an dem ich mich festhalten könnte. Na, okay. So, schön, ein bisschen Erfahrung. Und sterben, auch schön. Ui, und genau in die Grube. Wunderbar, genauso wie ich sag. Das letzte Level war so schön und das ist so. Oh, ich töte dich. Du wirst keinen freudigen Tag mehr im Leben haben. Okay, das sieht dies Ende aus. Vielleicht. Könnte das sein? Okay, Bosskampf. Ach du Scheiße, doch. Okay. Wow. Na, das wird ja noch lustig mit dem Krakenviech. Hier komme ich so nicht weiter. Letztes Mal haben wir dafür einen Stein benutzt. Aber ich glaube, das geht diesmal nicht. Mal gucken. Komme ich hier irgendwie runter? Okay, nach oben geht's ein wenig. Der Bruchbude fällt zusammen. So, Stein. Ah. Sehr gut. Okay.
Gewichtsrätsel. Erinnert mich an Half-Life. Aber nein, Half-Life werde ich nicht let's playen. Das haben schon so viele gemacht. Das ist echt nicht notwendig. Wer Story-Shooter mag und das noch nicht gespielt hat, ja, wahrscheinlich trifft das nur 1% der Leute, die Story-Shooter mögen. Half-Life 1 und 2 sind schöne Spiele. Kann man sich mal antun. Das Meermenschen? Die sehen irgendwie nicht mehr aus wie die 0815 Kobolde. Warum sollten mehr Menschen etwas gegen mich haben? Und warum zur Hölle sind die hier unten in dem Schloss? Wir sind im Schloss, oder nicht? Licht. Licht sieht gut aus. Es passiert überhaupt nichts. Hört ihr das? Es klingt, als würde etwas klemmen. Ah ja. Als wäre etwas kaputt. Na dann. Wissen wir ja, was wir zu tun haben. Okay. Du gehst erstmal runter. Warum auch immer. Hilft das? Kiste. Ja, wunderbar. Super. Okay. Ah! Holz, sehr schön. So. Ich mache mal kaputt. Aufgabe für den Zauberer aus. Ja, eine Zauberaufgabe auf jeden Fall. Okay, so. Ach, die Teile zu drehen war doch immer so schön schwer. Drehen. Ach komm, so rum. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Fach zu? Nee, das bringt nichts. Ich finde die Geräusche schön. Ja, das sieht irgendwie lustig aus. Ich will mal nach da oben schauen. Ob es hier irgendwas gibt. Ne, sieht nicht danach aus. Okay, wir müssen also die Teile doch nur verbinden. Dann kann ich das ja auch abmachen? Okay, das kann ich nicht. Aber ich kann es hier abmachen. Nein, komm, weg da. Das heißt, wir gehen hier hin. Und dann... dass du dich dort verbindest. Ja. Komm schon. Ja, dreh dich. Ah, da wünscht man sich die alten Spiele zurück, die so ganz einfache Kontrollmechanismen hatten. Okay. Okay. Nein, das funktioniert so nicht, wie ich mir das dachte. Nein. Wieso kann ich das hier oben nicht wegnehmen? Fehlt mir hier ein Stück. Kann das sein? Oder wir machen es so. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber... So, und jetzt den hier noch drehen. Hier fehlt irgendwas. Definitiv. Ich will nicht drehen. Ach so, okay. Es gab doch eine Drehfunktion. Ich bin nur zu doof. Hier fehlt was. Wieso? Oder soll ich das hier zumachen und dann reicht es von der Stärke aus? Na. Das geht nicht. Okay, entweder stehe ich auf dem Schlauch oder hier fehlt etwas. Ein Stück. Verdammt. War hier unten noch irgendwas? Ich schau mal nach. Okay, hier könnte man irgendwas drauf machen, aber vielleicht geht es hier auch weiter. Dementsprechend bin ich mir nicht so sicher, ob das sinnvoll ist. Wo ist das Fass?
Aber wir hatten doch hier einmal ein Fass. Wenn ich das da dran machen könnte, könnte ich auch so weiter, ohne dass wir hier groß... Ach, hier links. Okay. Hm. Vielleicht war das gar nicht so dämlich, was ich hier versucht habe. Wenn das Fass nur nach rechts schwimmen würde, nicht nach links. Aber den Gefallen tut's mir gerade nicht. Hm. Nee, wahrscheinlich geht's nicht. Okay, also habe ich doch oben irgendwas vergessen. Hm. Das sind die Teile, die wir haben. Das ist nicht viel, ganz ehrlich. Ich versuch's mal andersrum zu rekonstruieren. Wir nehmen dich und machen dich da dran. Und dann so und dann... Hm. Vielleicht so? Na. Warum kann ich dich nicht hochheben? Oh. Funktioniert das? Ups. Okay. Sah nicht so aus. Okay, wir haben es... Das hätte nicht so lange dauern müssen. Na, dann schauen wir doch mal. Juckt wie gedacht. Okay. Dann wissen wir auch, wozu wir dieses Fass brauchen. Also eventuell hätte man das auch hier runter drücken können und dann, dass es von allein hier nach rechts geht. Moment. Ich brauche hier noch eine Leiter. Na, komm schon. Und... Komme ich hier hoch irgendwie? Ich kann es nur bis hier oben bringen. Shit. Okay, wir müssen das Ganze höher bringen. Ich frage mich, was man macht, wenn man die Fähigkeiten für mehr Boxen noch nicht bekommen hat. Das wäre irgendwie komisch. Ach so. Ich verstehe. Moment. Dann macht man das einfach so. Das Fass ist jetzt hier drüben. Wir gehen wieder hoch. Und wir... Wasser wieder nach oben. Und schon müsste es funktionieren. Beziehungsweise noch nicht. Aber gleich. Puh. Das hat mal lange gedauert. Okay. Dann kann es ja weitergehen. Das sieht hier entweder nach Kampf aus oder als ob das hier kaputt gehen könnte. Okay, Kampf. Und kaputt auch. Okay, ich hab mit beiden recht. Was haben die mehr Menschen gegen mich? Was habe ich getan? Ich habe nicht ihre Königin entführt. Ich habe was anderes getan. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Geh weg! Gehst du? Ach, komm. Feuerfall in die Nase hat bis jetzt noch allen gefallen. Und ja. Und ja. Und ja. So. Dann schauen wir doch mal, was bringt der Hebel. Okay, es arbeitet. Das sieht lustig aus. Es kommen Spinnen. Warum auch immer. Tja, was auch immer jetzt passiert sein soll. Ja, Suppe. Wunderbar. Die brauche ich jetzt. Ich glaube fast, dass ich hier oben lang muss. Ach, scheiße. Aua. Die scheinen wohl nicht so toll zu sein.
Hier war noch was zum Lesen. Liebe Rosie, herzlichen Glückwunsch zum 18. Ich war bei der Ankündigung genauso überrascht wie du. Wir sollten reden. Isabel. Okay. Das sieht gar nicht gefährlich aus. Das sieht verdammt tödlich aus. Na gut. Ach du meine Güte. Ist da überhaupt was zum Festhalten? Nö. Zumindest nicht an der Stelle. Hier kommt man irgendwie rein. Bestimmt. Okay. Ah. Das tötet sofort. Wer hätte das gedacht? Giftige Brühe. Tötet sofort. Und Pilze, aber die sehen nicht halb so toll aus wie die vorher. Also mag ich sie nicht. Okay. Tentakelmonster im Hintergrund. Sollte ich mir Gedanken machen? Nein, bestimmt nicht. Danke. Einfach so. Ach ja, geh mal hier runter in die Suppe. Lecker, lecker. Ich gehe mal davon aus, dass ich ihm erstmal ins Auge schießen darf. Vielleicht gibt er ja dann Ruhe. Da. Weg mit dir. Das hat noch nicht gereicht. Oder? Nee. Jetzt aber. Ach. Der Jagd nach lange verlorenen Schätzen in einer Kloake voll mit diesen Dingern. Ach, und das macht dir ein ungutes Gefühl. Wieso denn das? Weg mit dir. Okay. Weiter rüber. Na. Oh. Verdammt. Okay, ich bin nicht tot. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ein Spiegel. Das sieht wie einer von Rosabels Spiegeln aus. Rosie, wo bist du? Isabel? Prinzessin, kommen Sie zurück! Folgen wir ihr. Yay! Dimensionstore, ich liebe das. Während sie versuchten, ihr Königreich zu retten, wurden die Helden in ein Durcheinander von Intrigen und Geheimnissen gezogen. Die Helden traten durch Rosabels Spiegel, um dem trügerischen Schatten von Isabel zu folgen. Als sie das Portal passierten, spürten sie eine eiskalte Berührung, die ihnen bis in die Knochen fuhr. Okay, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.